Mai 1945. Vorführung eines Besiegten. Hermann Göring. Für die Sieger Nazi Nummer 1 nach Hitler. Als dessen Reichsmarschall war er ein Vollstrecker des Vernichtungskriegs. Seine Mitschuld an den Verbrechen leugnet er. Seine militärische Karriere beginnt im Ersten Weltkrieg. Bei einer neuen Waffengattung mit Zukunft. Jagdflieger werden zu erklärten Helden in einem scheinbar ritterlichen Luftkrieg. Sein Ruhm als Flieger ebnet ihm später den Weg zu dem Mann, der den Zweiten Weltkrieg entfesseln wird, Hitler. Und er ist ein erbitterter Feind des NS-Regimes. General Charles de Gaulle beim Triumphzug durch Paris, Ende August 1944. Die Hauptstadt ist von der Wehrmacht befreit. De Gaulle hat den Kampf gegen NS-Deutschland nach Frankreichs Niederlage fortgeführt. Auch er war Offizier im Ersten Weltkrieg, kämpfte mit in einer Schlacht, die zum Symbol wurde für das Massensterben in der Hölle von Verdun. Wie Hunderttausende andere wurde auch er verwundet. Dass er nicht mehr kämpfen konnte und in Gefangenschaft der Deutschen geriet, war eine Schmach, die er später tilgen wollte. Zwei Jahre schon tobt der Krieg, der die Lebensläufe von Generationen prägen wird. Viele Millionen Soldaten kämpfen auf den Schlachtfeldern Europas. 1916 ist der deutsche Vormarsch im Westen längst gestoppt. Es tobt ein erbitterter Stellungskrieg. Entlang einer 700 Kilometer langen Front stehen sich Franzosen und Deutsche gegenüber. So auch bei Verdun. Mit einer Offensive an der Maas wollen die Deutschen wieder die Initiative an sich reißen. Die Franzosen wissen, was auf dem Spiel steht, gehen in Stellung. Und sie werden dabei beobachtet. Von Männern wie diesen. Der junge Leutnant Hermann Göring hat einen Auftrag. Er soll die militärische Lage bei Verdun erkunden. Mit speziellen Kameras werden hunderte von Bildern aufgenommen. Sie sollen Aufschluss geben über die Stärke des Gegners und seine Befestigungsanlagen. Göring weiß, was der Kampf am Boden bedeutet. Er wurde 1914 verwundet, war nicht mehr tauglich für die Infanterie, wollte nun auf andere Weise Ruhm ernten als Aufklärungsflieger. Ein Schloss bei Epernay im sicheren Abstand zur Front. Munitioniert mit seinen Bildern erhält der junge Flieger Zugang zu den höchsten militärischen Kreisen. Der Sohn des Kaisers, Kronprinz Wilhelm, befehligt die angreifende Armee. Generalstabschef von Falkenhayn trägt die Gesamtverantwortung. Was Göring zu zeigen hat, verblüfft die oberste Heeresleitung. Sie glauben nun zu wissen, wo der Gegner am schwächsten ist. Für den Überbringer ist das förderlich. Verdun hat für ihn insofern eine günstige oder nachhaltige Wirkung gehabt, weil er durch seinen damaligen ersten Einsatz als Beobachtungsflieger vor Ort dem Kronprinzen aufgefallen war. Der Kronprinz zeichnet ihn nicht nur aus mit einem Orden, sondern er erwähnt ihn auch später namentlich in seinen Memoiren.
Seit dem 21. Februar 1916 tobt die Schlacht um Verdun. Tausende Geschütze aller Kaliber sollen die Festungsanlagen vor der Stadt sturmreif schießen. Nie zuvor war auf engstem Raum so viel Artillerie im Einsatz. Ein zerstörerisches Ritual, den Gegner massiv bombardieren und der stürmenden Infanterie eine Bresche schlagen. Dieses Rauswollen, eine Entscheidung suchen wollen, durchbrechen wollen, ist elementar geblieben bis zum Ende und hat auch immer wieder neuen Kampfesmut geschaffen. Dieser Krieg ist anders als frühere Kriege. Massenheere werden aufeinander gehetzt. Neben wenigen Berufssoldaten Millionen von jungen Männern aus allen Schichten mit wenig militärischer Erfahrung. Der technische Fortschritt zeigt hier sein grausames Gesicht. Die Gebiete zwischen den gegnerischen Gräben nennt man Todeszone. Zum Symbol der Schlacht um Verdun aber werden die Festungen. Das Fort Douaumont ist die größte. Schon nach wenigen Tagen gelingt den Deutschen die Eroberung im Handstreich. Es war die wichtigste und modernste Festung im Verteidigungsgürtel vor Verdun. Die Eroberung des Forts durch die Deutschen ist auch für ihn ein Schock. Einen jungen französischen Hauptmann, der bei Fort Douaumont verwundet wird. Er wird in ein deutsches Feldlazarett gebracht, wo man sich um seine Verletzung kümmert. Als französischer Offizier wird Charles de Gaulle standesgemäß behandelt. Dass die Schlacht für ihn so endet, empfindet er als Demütigung. Denn sein weiterer Weg führt in deutsche Gefangenschaft. Er ist einer von vielen, die dieses Schicksal an diesem Frontabschnitt trifft. Zigtausende Kriegsgefangene auf beiden Seiten, allein bei Verdun. Eine Größenordnung, auf die niemand vorbereitet ist. Kriegsgefangenschaft ist im Ersten Weltkrieg zum ersten Mal ein wirkliches Massenphänomen. Hier werden plötzlich 100.000 Mann gefangen genommen. Was macht man mit diesen Menschen? Dafür gibt es keine vorherigen Erfahrungen, da wird improvisiert. Und ich muss sagen, bei allem, was an Grausamkeiten dort passiert ist, dass ich einen substanziellen Unterschied sehe zwischen den Behandlungen von Kriegsgefangenen im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg. Bei ihrer Behandlung wird das Kriegsrecht meist respektiert. Doch ihre Versorgung steht immer wieder in Frage. Ein anderes Massenphänomen dieses Krieges. Auch die Zahl der Verwundeten und Verstümmelten geht in die Hunderttausende. Hier soll moderne Technik ausgleichen, was sie auf den Schlachtfeldern angerichtet hat. Filme sollen zeigen, wie man sich um die Opfer kümmert. Es ist wahr, dass diese Art von Kriegswirklichkeit durchaus öffentlich war. Das wurde nicht versteckt. Und manchmal geht auch die Prothetikwerbung in den deutschen Fachzeitschriften und in den allgemeinen Zeitschriften und Zeitungen so weit, dass man also heute sarkastisch sagen möchte, man könnte ja fast neidisch sein auf die Leute, die da keinen blöden Arm mehr haben, sondern so ein wunderschönes Greifwerkzeug und die sich anstelle einer so irgendwie immer wieder unförmigen Hand direkt einen Hammer anschrauben können und direkt eine Zange anschrauben können und was auch immer. Vor allem sollen sie sich weiter gebraucht fühlen.
denen geht es doch gut, macht euch keine Sorgen. Und so haben sich die Leute auch über diese schreckliche Erfahrung gerettet. Diese Bilder bleiben der Öffentlichkeit zunächst vorenthalten. Franzosen nennen das die Gueule Cassée und die Vereinigung der Gueule Cassée, der zerrissenen Fressen, ist heute noch eine in Frankreich sehr mächtige Vereinigung. Allein der Kampf um Verdun wird viele Leben zerstören. Deutsche Artillerie schießt bis auf den Marktplatz der Stadt. Zigtausende sind auf der Flucht. Bilder, die in den Kriegen des Jahrhunderts immer wieder zu sehen sein werden. Auf französischer Seite geht die Furcht um, die Deutschen könnten hier durchbrechen und in wenigen Wochen Paris erreichen. Ein Retter wird gesucht. Ein bewährter General, Henri-Philippe Pétain, soll die Verteidigung von Verdun übernehmen. Seine Weisung lautet: halten um jeden Preis. Für die Fahne. Für den Sieg. Ein französisches Propagandaplakat. Fast jeder französische Soldat wird einmal bei Verdun kämpfen. In Frankreichs Hauptstadt leben die Menschen seit 2 Jahren mit der Bedrohung. Scheinbare Normalität, in der Frauen das Bild bestimmen. Millionen Männer kämpfen an der Front, doch ist die Versorgung der Heimat gesichert. In Frankreich leiden die Menschen keinen Hunger. Im Deutschen Reich stehen sie Schlange. Brot, Butter, Fleisch und Gemüse sind rationiert. Viele Nahrungsmittel gehen direkt an das Heer. Selbst neue Kleidung gibt es nur auf Bezugsschein. In allen Ländern war kaum ein Unterschied zwischen der Heimatfront und der kämpfenden Front auszumachen. Denn die Stimmung hier wirkte sich auch dort aus. Hauptursache für die Notlage in Deutschland ist die englische Seeblockade. Bereits 1914 haben die Briten die Nordsee zum Kriegsgebiet erklärt. Nur einmal unternimmt die kaiserliche Marine einen Versuch, die britische Flotte herauszufordern. Am Skagerrak vor Norwegen kommt es Ende Mai 1916 zur einzigen großen Schlacht der beiden Seemächte. Die Briten sind den Deutschen weit überlegen. 150 Schiffe gegen 100. Am Ende gibt es keinen Sieger, doch viele Opfer. Mehr als 6.000 Tote auf britischer, mehr als 2.500 auf deutscher Seite. Die Deutschen versenken zwar doppelt so viel Schiffsraum, doch die Blockade bleibt bestehen. Im Angesicht der britischen Übermacht erscheint jeder weitere Versuch zwecklos, noch einmal eine solche Schlacht zu riskieren. Für viele Matrosen beginnt eine Zeit des Wartens. Am Ende des Krieges werden sie einen vom Kaiser befohlenen Kampfeinsatz verweigern und revoltieren. Auch hinter der Front ist dieser Krieg ein Gewaltakt, organisatorisch. Nachschub an Menschen, Waffen und Munition entscheidet über Sieg oder Niederlage. Und wo keine Verbindungen bestehen, werden welche geschaffen. Die
Die Front besteht nicht nur aus einem System von Gräben und Stellungen. Bis weit ins Hinterland reichen die Einrichtungen zur Versorgung, wie Feldküchen, Bäckereien, Pferdeställe und Fuhrparks, Munitionsdepots und Waffenarsenale. Verbandsplätze sind etwa 3, Feldlazarette etwa 20 Kilometer von der Front entfernt. Auf deutscher Seite führt die Eisenbahn bis zu den vordersten Linien. Denn täglich gilt es, ein Heer zu versorgen, in dem so viele Soldaten dienen, wie in einer Großstadt Menschen leben. Und jedes Bataillon ist ein Abbild der Gesellschaft und ihrer Berufe. Auch auf französischer Seite wird der Alltag hinter der Front gefilmt. Alkohol soll den Soldaten Ängste nehmen vor dem nächsten Sturmangriff. Ein Krieg, der Ressourcen aufzehrt wie kein anderer zuvor. Das sind eben hunderttausende Menschen, die auf engstem Raum leben, aufstehen, schlafen, essen, kämpfen und sterben. Und das alles ist also ein Industriebetrieb, in dem man sich hier bewegt. Eine Materialschlacht, ein industrialisierter Krieg, der hier sozusagen in der Landschaft nördlich und östlich von Dens geführt wird. Hunderttausende Granaten liegen bereit, um wenige Quadratkilometer Boden regelrecht umzupflügen. Sie machen aus dem Schlachtfeld eine Hölle. Die moderne Kriegsführung ist kein Kampf Mann gegen Mann mehr. Der Gegner ist überall, seine todbringende Munition regnet vom Himmel. Die modernen Waffen machen aus dem einst ehrenvollen Kämpfen ein sinnloses Massensterben, schreibt der französische Kompanieführer Jacques Delvert in sein Tagebuch. Schon seit 100 Tagen tobt die Schlacht. Der Stellungskrieg zermürbt meine Männer. Wir sollten diesen Krieg so bald wie möglich beenden. Im Feldpostbrief eines jungen Franzosen steht: 15 Tage, die wir in Verdun verbracht haben, haben uns mehr erschöpft und demoralisiert als 6 Monate Stellungskrieg zuvor. Zig Millionen Briefe von der Front erreichen die Angehörigen. Immer öfter treffen Nachrichten ein, die vom Tod künden. Vom Sterben oder von Verletzung und Verstümmelung, von Abschied und letzter Hoffnung. Auf den Schlachtfeldern gibt es keinen sicheren Ort. Der Tod kommt auch aus der Luft. Aus Aufklärungsfliegern werden Jäger, aus Jagdflugzeugen Bomber. Kameras werden eingetauscht gegen Maschinengewehre und Sprengkörper. Hermann Göring feiert im März 1916 bei Verdun seinen ersten Abschuss eines französischen Bombenflugzeugs. Doch im Gegensatz zu den Kämpfen am Boden sei dies ein ritterlicher Krieg. Man sucht das Duell, wenn Sie so wollen, fast eine Rückentwicklung zum Mittelalter, wo man eben auch in der persönlichen Auseinandersetzung sich mit dem Gegner versucht zu messen. Das ist eben der Unterschied für die Soldaten in den Schützengräben. Vorboten eines Krieges, dem Jahrzehnte später ganze Städte zum Opfer fallen werden. Der Krieg der Bomber. Noch sind es nur vereinzelte Angriffe einiger hundert Maschinen. Und noch sind es vor allem Luftschiffe, die weit in fremde Lufträume eindringen.
Es sind Terrorangriffe, die unter der Bevölkerung Angst und Schrecken verbreiten sollen. Freiburg, Köln, Düsseldorf, Paris, London. Die Schäden sind gering, doch es ist der Testfall für die Zukunft. Fliegerleutnant Göring wird im nächsten Weltkrieg Hitlers Luftwaffe dirigieren und den Bombenkrieg befehlen. Doch der Erste Weltkrieg des Jahrhunderts wird am Boden ausgefochten. Die Schlacht um Verdun steht vor einer Entscheidung. Um das Fort Vaux tobt ein zermürbender Stellungskrieg. Die deutschen Soldaten wissen, was man von ihnen erwartet. Ein Oberleutnant der 50. Infanteriedivision notiert am 1. Juni 1916: Der große Tag ist gekommen. Wir stürmen Fort Vaux. Kurz vor dem Sturm schwinden die Zweifel und es obsiegt die Pflicht für unser heiliges Vaterland. Wenn man so will, kann man Verdun in der Kampfintensität, auch in den Opferzahlen, mit Stalingrad vergleichen. Aber wenn man mal eine Symbolik des Krieges nehmen will, also eine Verdichtung der Grausamkeit des Krieges auf einen engen Raum, einen vergleichsweise engen Zeitabschnitt, dann sind Verdun und Stalingrad sicherlich sehr gute Symbole für ihre jeweiligen Kriege, die Grausamkeit ihrer Kriege. Chemische Waffen kamen nur im Ersten Weltkrieg zum Einsatz. Zu verheerend, zu unberechenbar war ihre Wirkung. Anfangs werden vor allem Reizgase eingesetzt. Nun sind einige Substanzen tödlich. Spezielle Einheiten werden gebildet, auch Artilleriegranaten mit den Kampfstoffen befüllt. Die Soldaten sterben qualvolle Tode. Die Überlebenden leiden unter schlimmsten Verätzungen. Der Gaskrieg versetzt auch die Menschen in Verdun in Angst und Schrecken. Atemschutzmasken aus feuchten Tüchern. Den Ernstfall hätten die Kinder nicht überlebt. Gas wird auch im Kampf um Fort Vaux eingesetzt. Mit Flammenwerfern kämpfen sich die Deutschen vor. Meter um Meter. Kurz vor der Aufgabe notiert der französische Kommandant des Forts: Jede Verbindung zur Außenwelt ist unterbrochen. Kampf um das Fort ist furchtbar. Not der Verwundeten entsetzlich. Wir werden besiegt durch Erschöpfung und Durst. Die Überlebenden von Fort Vaux gehen in deutsche Gefangenschaft. In diesem Krieg werden etwa 8 Millionen Soldaten in die Hände ihrer Gegner geraten. Grundlage für ihre Behandlung ist die Haager Landkriegsordnung von 1907. Danach sind Gefangene mit Menschlichkeit und in Beziehung auf Nahrung, Unterkunft und Kleidung so zu behandeln wie die eigenen Truppen. Doch sind die Mächte im Angesicht einer so riesigen Zahl von Kriegsgefangenen oft überfordert. Im ersten Kriegswinter kam es in mehreren Ländern zu einem Massensterben. Allein in deutschen Lagern werden insgesamt 2,5 Millionen Menschen aus 13 verschiedenen Ländern festgehalten. Für Charles de Gaulle steht von Anfang an fest, dass er fliehen will. Mehrmals hat er es versucht. Er darf Zeitungen lesen, informiert seine Kameraden, hält sogar Vorträge.
Für einen französischen Offizier sei der Zustand der Gefangenschaft der schlimmste von allen, vom Standpunkt der Moral aus. Für ein Ehrenwort nicht auszubüchsen, hätte man ihm Freigang gewährt. Er hätte de Gaulle spazieren gehen können, ja, außerhalb des Forts. Er hat es nicht getan, weil er sich prinzipiell geweigert hat, ein solches Ehrenwort abzugeben, mit der Begründung, ein französischer Offizier hat die Pflicht, immer, sofort und jederzeit zu fliehen. Und deshalb würde er nie versprechen, dass er nicht fliehen wird und sei es nur vorübergehend. Im Gegensatz zu den gefangenen Offizieren müssen die einfachen Soldaten hart arbeiten. Der weit überwiegende Teil von ihnen wird in der Landwirtschaft beschäftigt. In kriegswichtigen Betrieben werden sie der Sicherheit halber nicht eingesetzt. Viele arbeiten im Straßenbau, Nachschubwege an die Front werden benötigt. Manche Gefangene werden vorzeitig entlassen, vor allem Verwundete und Kranke. Ausgetauschte deutsche Soldaten kehren in ihre Heimat zurück. Das deutsche Hinterland bleibt, anders als später im Zweiten Weltkrieg, weitgehend von Kampfhandlungen verschont. Doch hinter den Fassaden verändern sich die Lebensumstände der Menschen spürbar. Vielen fehlt das Nötigste, Nahrungsmittel werden immer knapper. Und selbst die Heimaturlauber beklagen sich. Etwa, dass man als Soldat für einen Besuch im Restaurant Brot, Fleisch und Kartoffelkarten vorweisen müsse. Am Stadtrand von Berlin wird das Leben an der Front sogar nachgestellt als Ausflugsattraktion. Für mich immer noch die faszinierendste Sache sind die Schützengräben, die im Grunewald aufgebaut worden sind. Die Berliner Bevölkerung wurde eingeladen, sich da anzugucken, wie denn die Soldaten an der Front leben. Die waren schön sauber, diese Schützengräben, und da passierte überhaupt nichts, wie im Museum. Und die Leute interessierten sich und sagten, oh, das sind 3 Etagen an Schützengräben, und die sind aber bestimmt ganz sicher versteckt. Während Millionen Männer die Wirklichkeit der Front erleben, nehmen immer mehr Frauen in der Heimat ihre Arbeitsplätze ein. Ob im öffentlichen Dienst, in den Fabriken, in der Landwirtschaft, in der Verwaltung, oder an den Werkbänken der Rüstungsindustrie. Allerdings bei einem Drittel weniger Lohn. Vor allem Mütter mit Kindern sind auf das zusätzliche Einkommen angewiesen, denn die Unterstützung für Soldatenfamilien fällt gering aus. Eine Berlinerin schreibt ihrem Mann an der Front. Man hat nur Sorge, wie kann ich die Kinder satt bekommen? Auch bin ich wie gerädert von der Arbeit. In allen am Krieg beteiligten Ländern werden Frauen massiv in die Kriegswirtschaft einbezogen. Auch um Mittellose und die Kriegsversehrten kümmern sich vor allem Frauen. Bilder aus Großbritannien zeigen, wie man dort versucht, die Stimmung der Genesenden aufzuhellen, auch mit makabren Wettbewerben. Doch wer wieder als genesen gilt, den erwartet erneut die Front. Die meisten der Soldaten waren Bürger in Uniform, also keine Berufssoldaten. Es waren Menschen, die aus dem Krieg zurückkehren wollten, um wieder an ihr früheres Berufsleben anzuknüpfen. Die Briten mobilisieren im Frühsommer 1916 Hunderttausende Soldaten für eine Offensive an der Seite der Franzosen. An der Somme, einem Flussgebiet 250 Kilometer nördlich der noch immer umkämpften Stadt Verdun. Hier hatte die deutsche Besatzung mehr als ein Jahr Zeit, sich einzugraben und Befestigungen zu errichten. Es ist die Ruhe vor dem Sturm.
Diese später nachgestellten Bilder sollen das Leben in den Stellungen während der Kampfpausen zeigen. Im Juni 1916 ziehen die Briten an der Somme 20 Divisionen zusammen, die Franzosen 11. Ihnen stehen nur etwa halb so viele Deutsche gegenüber. Am Ende werden hier fast 2,5 Millionen Soldaten kämpfen. Es ist die erste Schlacht, die ausführlich gefilmt wird. Britische Kamerateams begleiten die Truppen auf dem Weg zur Front. Bevor die britische Infanterie stürmt, soll ein mehrtägiger Artillerieangriff den Weg frei schießen. Man spricht den Soldaten Mut zu. Diese Offensive soll anders sein als frühere. Der britische Oberbefehlshaber Douglas Haig sagt, die Infanteristen brauchen nur rüberzugehen und die deutschen Gräben zu besetzen. Denn 1500 Geschütze sollen ihre Feuerkraft auf einen engen Frontabschnitt konzentrieren. Am 24. Juni 1916 wird die Kanonade auf die deutschen Linien eröffnet. Innerhalb von 7 Tagen und Nächten detonieren etwa 1,5 Millionen Granaten. Der Schriftsteller Ernst Jünger schreibt später: Vor uns rollte und donnerte ein Artilleriefeuer von nie geahnter Stärke. 1000 zuckende Blitze hüllten den westlichen Horizont in ein Flammenmeer. Fortwährend schleppten sich Verwundete mit bleichen, eingefallenen Gesichtern zurück. Dieses Dauerfeuer, manchmal wochenlang, Leute, in deren Nähe eine Granate explodiert war, die von irgendwelchen Körperteilen ihrer nächsten Kameraden getroffen und verletzt worden waren, die durch die Luft flogen. All diese Dinge sind so schrecklich gewesen, so unvorstellbar, dass da also richtig schwere Traumata dabei entstanden sind. Und Krankheitsbilder, wie man sie bisher nicht kannte. Man nennt sie die Kriegszitterer. Zunächst gelten sie als Simulanten. Die Kriegsärzte haben beschlossen, das seien nur besonders raffinierte Drückeberger. Und haben die Leute mit den grässlichsten Zwangsmaßnahmen behandelt, festgebunden, Elektroschocks, und man wusste es nicht. Am 1. Juli 1916 stürmt die britische Infanterie an der Somme gegen die deutschen Linien. In dem Glauben, diese existierten nach dem heftigen Artilleriebeschuss nicht mehr. Ein Irrtum. Es genügen einige MG-Stellungen und Kanonen, um in einer halben Stunde 8000 britische Soldaten zu töten. Sie können sich auch nicht zurückziehen, weil ein Rückzug in den Schützengraben hat zur Folge, dass du sofort von den Schützengrabenwächtern erschossen wirst. Das ist also, das wissen die Soldaten auch. Ein Zurück gibt es nicht für sie. Schlachtpolizei, wie in der britischen Armee, gibt es auch bei den Deutschen. Dass sie das Bombardement an der Somme überlebten, hat Gründe. Starke Befestigungen in mehreren Metern Tiefe hielten den Beschuss meist stand. Über der Erde tobt nun das Inferno. Die Schlacht an der Somme ist eines der grausigsten Beispiele für den Versuch der Militärs, an längst überholten Kampfweisen festzuhalten. Wieder und wieder lässt der britische General Haig seine Truppen gegen die deutschen Stellungen anrennen. Am Abend des ersten Tages haben die Briten 19.000 Tote zu beklagen und fast 36.000 Verwundete. Ganze Divisionen gelten als nicht mehr existent.
Viele der Bataillone waren sogenannte Kameradenbataillone, die aus einem Ort stammten. Und sehr oft stammten ganze Einheiten aus denselben Straßen einer Stadt. So gab es Gegenden in Großbritannien, die fürchterlich betroffen waren. Mit über einer Million getöteten, verletzten und vermissten Soldaten auf beiden Seiten ist es die verlustreichste Schlacht des Ersten Weltkriegs. Auch in deutsche Kriegslazarette werden zigtausende Verwundete eingeliefert. Wie der Meldegänger Hitler, der im Oktober 1916 durch einen Granatsplitter verletzt wird. In Belitz bei Berlin soll sich der Gefreite auskurieren. Seit 1914 war er nicht mehr in Deutschland gewesen. Den Aufenthalt im Lazarett nutzt er auch, um die Reichshauptstadt zu besuchen. Was er dort erlebt und erfährt, empört ihn. Die anfängliche Kriegsbegeisterung in der Heimat ist längst bitterer Ernüchterung gewichen. Auch bei den Kameraden, bei denen er als Eigenbrötler gilt, wittert Hitler überall Defätismus, Feigheit und Verrat. Tatsächlich wird die Stimmung in der Bevölkerung immer kritischer. Es gibt erste Proteste. Und es herrscht Not. Ich weiß oft nicht, wo mir der Kopf steht. Du sollst kochen, alles hat Hunger und man hat nichts, schreibt eine Augsburgerin in einem Brief. Immer mehr Kinder sind unterernährt, viele sterben. Die Staatsführung gerät in die Kritik. Der Kaiser sucht die Gemüter mit symbolischen Gesten zu beruhigen. Die Inschrift, vor der wir heute stehen, dem deutschen Volke, die ist Ende 1916 dort angebracht worden, um dem hungernden Volk irgendwas zu geben. Politische Macht hatten sie nicht, zu essen hatten sie nicht, aber jetzt kommt endlich diese Inschrift da rein, diese Fläche ist vorher freigehalten gewesen. Seit 2 Jahren führt das Deutsche Reich nun den Krieg an 2 Fronten, im Westen und im Osten. Dort sind die Kampfgebiete eher weiträumig und offen. Und Russland musste große Gebietsverluste hinnehmen. Doch der Krieg ist hier noch in Bewegung, noch nicht im Grabenkampf erstarrt. Noch versuchen die Gegner einander in Zangenbewegungen zu umfassen und einzuschließen. Die Armee des russischen Zaren leidet unter Versorgungsengpässen, Mangel an Munition und Nahrung. Das schlägt auf die Moral. Doch im Sommer 1916 soll eine Angriffswelle, die mit den Westmächten abgestimmt ist, Deutschland und seinen Verbündeten Österreich-Ungarn in Bedrängnis bringen. General Brusilow schickt seine Soldaten nicht mehr ungeschützt ins MG-Feuer, sondern lässt die Angriffe durch gezielten Artillerieeinsatz vorbereiten. Das deutsche Oberkommando reagiert und lässt etwa 100.000 Soldaten von der Westfront abziehen. Sie sind fortan an der Ostfront gebunden. Die Brusilow-Offensive ist zweifellos der Beitrag der Ostfront zu der Strategie, die Deutschen von vielen Seiten gleichzeitig unter Druck zu setzen. Insofern hat diese Offensive ihren Zweck erfüllt und dazu beigetragen, dass die Franzosen bei Verdun entlastet wurden. Auch im Osten gehen Hunderttausende Soldaten in Gefangenschaft. Ein Teil der gefangen genommenen Deutschen wird 1916 nach Moskau und St. Petersburg transportiert, um sie dort der Öffentlichkeit vorzuführen.
Für die russische Propaganda ein willkommener Anlass, von den Schwächen der eigenen Armee abzulenken. Mehr als 100.000 deutsche Soldaten werden nach Sibirien deportiert. Jeder Fünfte wird nicht mehr heimkehren. Der Krieg im Osten unterscheidet sich von dem im Westen. Schon damals. Es ist zum Teil ein sehr blutiger Krieg auch. Auch ein schlechterischer Krieg, weil die Zivilbevölkerung mehr einbezogen wird. Nicht nur die russischen Soldaten müssen hungern, sondern auch ihre Familien, das ganze Volk. Die Erbitterung nimmt zu, während der Adel und die kaiserliche Familie noch immer im Wohlstand leben. Der Krieg vergrößert die Kluft zwischen dem Herrscher und seinen Untertanen. Es sind die Vorboten der russischen Revolution, die das Regime des Zaren im kommenden Jahr beseitigen wird. Auch sein Gegner, Kaiser Wilhelm II., will nicht freiwillig Macht an das Volk abgeben. Er habe die schrecklichen Verluste nicht gewollt, sagt er. Er verteilt Orden. Auch dieser Soldat empfängt vom Kaiser höchste Anerkennung. Bei einem Luftkampf stürzte seine Maschine ab. Nach der Genesung will Hermann Göring sich weiterhin bewähren. Als Jagdflieger wird er bis Kriegsende mehr als 20 gegnerische Flugzeuge abschießen. Ein Fliegerass darf sich auch nach dem Krieg zu dessen Helden zählen. Doch wie viele, die sich der Illusion des Sieges hingeben, wird auch er die Niederlage als Schmach empfinden und später einem Demagogen namens Hitler folgen. Einer, der einst Hitlers Gegner wird, bleibt bis zum Ende des Ersten Weltkriegs in deutscher Gefangenschaft. Fünfmal hat er versucht auszubrechen, weil sich das für einen französischen Offizier gehöre. Er war sich sicher, dass die Deutschen am Ende unterliegen werden. Er lernte, ihre Sprache zu verstehen und auch zu sprechen. Charles de Gaulle hat nachgedacht über die mörderischen Grabenkämpfe und ihre Sinnlosigkeit. Nie wieder dürfe ein Krieg so starr und verlustreich geführt werden. Heute sind die Gräber Mahnmale der Versöhnung.